Köln. Welcome to Cologne, everybody who's watching us worldwide now, the live stream of WWDOGA24. Well, on Tuesday, it's May 7th, that's the day when in 2012 a regional court here in Cologne declared that a non-therapeutic foreskin amputation of a child means a bodily assault following existing law. And that's what we still are celebrating by gathering together worldwide, that children's rights are universal and indivisible. Wir feiern heute das Kölner Urteil. Am kommenden Dienstag ist der 7. Mai und am 7. Mai 2012 hat das Kölner Landgericht entschieden, dass das nicht-therapeutische Abschneiden der Penisvorhaut an einem Kind, was man üblich Beschneidung noch nennt, eine Körperverletzung darstellt nach geltendem Recht auf eine gewaltfreie Erziehung des Kindes. Dieser Tag und dieses Urteil ist weltweit zu einem Symbol von unteilbaren Kinderrechten geworden, dass jedes Kind gleiche Rechte auf Schutz besitzt, Schutz auf die intimsten Zonen seines Körpers, und zwar unabhängig einer Eingriffstiefe und unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und Tradition, in die das Kind geboren wird. Heute sind wieder viele Menschen nach Köln gekommen aus unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die jetzt sprechen werden. Sie haben vielleicht schon im Stream einige vorproduzierte Videos gesehen, unter anderem aus dem Deutschen Bundestag und von AktivistInnen aus verschiedenen Ländern. Und jetzt gibt es die Live-Reden hier vom Heumarkt in Köln. Now we have live speeches from representing people from organizations from several countries. And we start here with a person from Cologne. She is working on LS4D. This is a German organization for lesbian and gay people and intersex people. Wir haben jetzt als erste Sprecherin Lilith Raser hier aus Köln. Sie arbeitet beim LS4D. Herzlich willkommen, Lilith. Das Mikrofon ist deins.